So, heute ein kleines Problem mit E57 Punktwolkenimport in BricsCAD. Wenn ich mein BricsCAD starte und hier eine E57 Punktwolke einlesen will, ich hole das mal hier rüber auf den anderen Bildschirm. Also ich lege eine neue Zeichnung an, das ist klar, man muss diese Zeichnung speichern, haben wir in dem Tutorial ja schon gesehen. Ich nenne jetzt einfach mal Zeichnung 2. Jawohl. Überschreibt das. Und dann gibt es ja hier dieses Punktwolken-Importmenü. Das heißt, ich gehe hier auf Referenz und hole mir hier eine neue Punktwolke hinzu. Dann muss ich hier unten auswählen, Ordner Datei. In dem Fall ist es eine E57-Datei. Und ich gehe jetzt mal nicht auf diese Cloud, sondern ich habe hier unter D ein Projekt. Das sind 25 Gigabyte. Klick hier auf Öffnen, muss dann hier entsprechend noch den Namen, also ich sage jetzt mal, das ist ja bei uns die Demo 02 und ich mache vielleicht als Notiz hier noch, dass das RTC 360 Daten sind und drücke dann Enter und dann sagt er halt, wo soll das Ganze hin, kann ich am Bildschirm definieren, ich kann skalieren, das will ich alles nicht, das soll alles so bleiben, wie es im Original ist. Und jetzt ist es direkt abgestürzt. Also hier ist die Frage, woran liegt das? Offensichtlich hat er hier Probleme. So, und jetzt ergänzen. Starten wir das Ganze nochmal. Und nehmen mal eine andere Punktwolke. Nehmen wir das hier mal 3. So, und hier haben wir auch wieder diesen Punktwolkenreferenz Explorer. Und jetzt sieht man witzigerweise, dass er jetzt hier die eben gewählte Punktwolke noch hat im Cache. Ich gucke jetzt hier mal in meinen. Ja, und er arbeitet. Also, das macht es jetzt noch einfacher. Aber er arbeitet, nein, das ist nicht BricsCAD, das ist eine andere Applikation, die läuft. Also gut, ich weiß jetzt nicht, ob er arbeitet, also kann man hier irgendwie sehen, ob es arbeitet. Jetzt gehen wir hierher, wählen wieder Datei, gehen auf Download, gehen mal hier auf E57. Und importieren diese Punktwolke. Test 2 nennen wir die einfach jetzt mal. Auch okay. Ja, und auch gleich direkt weg.